Momentan wüsste ich nichts, was ich Mary fragen könnte. In meinem Zimmer ist nichts, was mir bei der Suche nach Angelina weiterhelfen könnte. In den Gestank will ich auf keinen Fall nochmal runter. Ah, die Lampe ist erloschen. Vermutlich ist der Faden herausgefallen und dann verbrannt. Zeitungsartikel über die Mordserie des Samuel Gordon. Ein gefundenes Fressen. Der Zettel von Boris ist in der Mitte durchgerissen. Ich kann nur noch die Hälfte Jahre schon sein. Bobby ist zwar weg, aber solange hier die Touristen rumlaufen, komme ich nicht an das Buch. Vielleicht kann ich mich verstecken und warten, bis das Museum geschlossen wird. Ja, ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Dann heißt es warten. In einer Stunde müsste das Museum schließen. Kaum zu glauben. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Es ist aber erst kurz nach 21 Uhr. Und ich habe noch genug Zeit, mir die Chronik anzusehen und zum Leuchtturm zu gehen. Es ist nur verdammt dunkel hier. Gut, dass hier zumindest ein paar Lampen über Nacht an sind. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel. Auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht. Unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Und deswegen soll sie soll aus unsere größte Stärke, denn wenn niemand darum die mit bei treffen, kein aus seid wachsam, meine. Das Schloss für die Vitrine. Ist offen. Und deswegen, sie soll unsere, denn wenn darum die Mitglieder bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskieren, kein Aus, seid wachsam, mein.
Dann schauen wir mal. Hier scheint der Abschnitt über den Orden loszugehen. Nur der mutige Einsatz dieses tapferen Mannes hat uns vor Mordred bewahrt. Ihm, Pater Matthias, verdanken wir unser Leben in Freiheit. Sein Name soll nicht in Vergessenheit geraten. Ebenso wenig wie seine Taten, die wir in unserem Herzen tragen. Doch nie wieder soll das Schicksal unserer Gemeinschaft auf den Schultern eines einzelnen Mannes liegen. Eines Mannes, der vielleicht nicht die Stärke Pater Matthias besitzt und nicht den Mächten des Bösen widerstehen kann, so wie er. Darum soll ein Geheimbund gegründet werden. Die ehrbarsten und mutigsten Männer unserer Gemeinschaft sollen ihm angehören. Sie sollen wachen über die Akademie und die Schlüssel, den Opferraum und die Schriften. Sie sollen es sein, die zwischen der Welt und dem Abgrund stehen. Sie sollen ihr Wissen über Mordred und seine dunklen Mächte von Generation zu Generation weitergeben. Sie sollen im Geiste und in den Taten die Nachfahren Pater Matthias sein. Denn er hat sich für unser aller Wohle geopfert. Das heißt, der Orden will verhindern, dass Mordred wieder an die Macht kommt? Ein 100 Jahre altes Arschloch? Verrückt! Aber mal angenommen, diese Ordensleute glauben wirklich daran. Warum jagen sie dann mich? Ich habe nicht vor, Mordred oder einen anderen bösen Geist in die Welt zu holen. Und selbst wenn, wie sollte ich? Völlig übergeschnappt, diese Leute. Hier werden Menschen ermordet wegen dieser Geistergeschichte? Und Angelina? Glaubt sie etwa daran? Zeit, dass ich sie frage. Wir treffen uns ja bald am Leuchtturm. Eine Karte der 5 Mordschauplätze. Die Tür dürfte abgeschlossen sein. Und vermutlich ist sie auch alarmgesichert. Ich muss mir einen anderen Weg hier raussuchen. Die Fenster sind mit schweren Fensterläden verschlossen. Und die sind bestimmt durch die Alarmanlage gesichert. Da komme ich nicht unbemerkt raus. Kaum etwas drin. Ich sehe ein Taschentuch, einige... Das Kaugummi, in Alupapier eingewickelt. Fehlt nur noch eine Heftklammer und ich könnte eine Atombombe bauen. Immer noch der gleiche, seltsame Häcksler wie gestern. Immer noch der gleiche, das Fenster scheint meine einzige Fluchtmöglichkeit zu sein. Nur leider etwas hoch. Eine ganz normale Holzplatte. Es wird bestimmt niemandem auffallen, wenn die Holzplatte fehlt. Ich nehme sie mit.
Der Häcksler ist abgedeckt. Aha, da sind zwei Metallstreifen. Einer an der Wand und einer am Fenster. Das dürfte eine ziemlich einfache Alarmanlage sein. Sobald man das Fenster öffnet, wird der Kontakt unterbrochen und der Alarm geht los. Sobald ich das Fenster öffne, ist der Stromkreis unterbrochen und der Alarm geht los. Ich muss diese beiden Streifen überbrücken. Das sind nur 2 bis 3 Zentimeter. Da soll noch einer sagen, Filme bilden nicht. Das sollte reichen. Der Strom wird durch die Alufolie geleitet, auch wenn ich das Fenster öffne. Das ging gut. Ich sollte... Satan! Nicht schon wieder! Über 100 Jahre schon holt der Fluch sich seinen Sohn. Stets Macht verleiht er seinem Blut, weckt in ihm besessene Wut. Niemals stand er vor Gericht. Niemals ist ein Ende in Sicht. Was? Was haben Sie gesagt? Woher kennen Sie dieses Gedicht? Die Waldgeister haben es mir geflüstert. Waldgeister? Was soll der Blödsinn? Geister in Gewändern. Sie haben weiße Horrorfratzen. Im Wald, bei der Geistermine. Hey, warten Sie. Gehören Sie zum Orden. Hallo. Das war das Gedicht, das Reginald Boris bei sich hatte. Er gehörte vermutlich zum Orden. Und der Penner meinte, er hätte das Gedicht bei der Mine gehört. Da sollte ich mich mal umsehen, bevor ich mich mit Angelina treffe. Abergläubisch wäre, würde ich sagen, ein paar Geister hätten versucht, Kontakt aufzunehmen. Da ich aber ein rational denkender Mensch bin, muss ich davon ausgehen, dass ich den Verstand verliere. Großartig. Naja, hoffentlich sind es nur der Schlafmangel und die Erschöpfung. Und deswegen gefällt mir die Sache nicht. Mir gefällt das auch nicht. Aber es war richtig, ihn zu schicken. Ordensmitglieder, ich muss mich verstecken. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Als das Grab geöffnet wurde und der Junge nicht drin lag, habe ich geahnt, dass es so kommen würde. Aber er war so lange weg. Kann es nicht sein, dass der Fluch keinen Besitz von ihm ergriffen hat? Sie ist da anderer Meinung. Sonst hätte sie nicht versucht, ihn gefangen zu halten. Psst, da kommt sie. Wir haben uns überlegt, dass wir uns heute direkt in der Mine treffen. Wegen des Wetters. Ist Ihnen das recht? Es spielt keine Rolle. Ich hätte es mir denken können. Miss Valley steckt dahinter. Sie ist die Schwester des kleinen Vic. Sie hat sich geradezu fanatisch mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich kannte sie als Bibliothekarin die Geschichte des Ordens. Sie muss einige Leute aus dem Dorf davon überzeugt haben, aktiv zu werden. Dann haben sie sich aus irgendeinem Grund...